Wir wollten eigentlich mal zu der Schweineinsel Kummazun fahren oder zu der anderen Insel, die ihr hier im Hintergrund seht, mit dem schönen Namen Koh Tan. Und da wollten wir jetzt mal kurz die Preise erfragen. Oh, hier ist alles voll mit den Booten. Ja, scheint also gefragt zu sein hier, diese Chartergeschichte. Die Inseln, das sind, ist übrigens die hier vorne und dann diese etwas flachere da ganz hinten. So, das ist einer der Bootsführer hier. Mal gucken, mal fragen, was der sagt. Yeah, you have that boat. This one here. Yeah, since the big boat. The, okay. The red boat here. Yeah. Ah, ja, it takes okay. 20 minutes. Ach so, 50 Baht kostet Eintritt für die Schweinecheninsel. 20 Minuten fährt man hin und Aufenthalt auf der Insel ist das so lange, wie man eben da sein möchte. Also er hat jetzt eben gerade noch gesagt, wir können auch beide Inseln besuchen. Der Preis ist 1600 Baht pro Person. 50 Baht kostet nochmal Eintritt ja, auf die Insel, um die Schweinchen zu streicheln. Und danach können wir noch zu dieser Insel rüberfahren und zum Schnorcheln. Und Taucherbrille und die Schnorchel kriegen wir von ihm sogar gestellt. Und das ist alles in einem Preis drin. Und das kann ruhig 4-5 Stunden dauern. Er ist da nicht festgelegt. Wenn das so ist, ist es ja gut. Aber wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Wir werden jetzt mal mit dem Boot rüberfahren zu den zwei kleinen Inseln und auch schnorcheln. Und natürlich zeigen wir euch das, ne? Ist ja klar. So, also das Einsteigen ist schon mal hier ein kleines Abenteuer. Hält das hier, die Leiter, oder fällt die auch gleich ab? Okay, gut. So, das ist jetzt unser super Boot hier. Hier einfach aus dem Auto den Motor raus und hier drauf geschraubt. Ne? Kann man hier auch noch mal sehen. Mit einer Welle hinten dran und dann geht's los. So, der Kapitän macht noch ein bisschen Wasser oben rein zur Kühlung. Und an der Seite hängen so Schläuche runter. Das ist die Kühlung, ne? Da saugt der Motor das Wasser an. Gerade zeige ich euch mal. Das kann man hier auf der Seite sehen. Na, die Schläuche hängen im Wasser. Oder hier, ich zeige euch das mal hier. Hier kann man das sehen. Na, da wird das Kühlwasser angesaugt. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was passiert jetzt. So, so wird das gemacht. Einfachste Mittel. Hier ist die Schraube und los geht's. Mhm. Ja. Das ist noch richtig Bootfahren hier. Das war was anderes als die Fähre, würde ich sagen. Ne? So, die Fahrt beginnt. Wir lassen uns überraschen. Und vor allen Dingen die Inseln. Das wird bestimmt eine spannende Sache. Als erstes geht es auf die Insel mit den Schweinchen drauf. Und sie heißt Koh Mazun. Die gucken wir uns als allererstes an. Also von der Landschaft her auf jeden Fall einmalig hier. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Also wirklich super klasse. So, wir haben jetzt gleich die Insel Koh Mazun erreicht. Sieht aus, als ob eine Menge los ist. Ja, dann gucken wir uns mal jetzt die Schweinchen an. So, jetzt sind wir gerade von unserem Boot runter und haben hier angelegt. So, und jetzt suchen wir uns mal die Schweinchen. So sieht es hier aus. Ja, natürlich Tourismus gemacht, ne? Mit ja, Restaurants und so weiter. Aber gucken wir mal. Ja, ist eine nette Insel, ne? Recht klein, gut gemacht. Oh ja, hier kann man schon mal ein bisschen sich aushalten. Ne? So, und hier haben wir auch unsere kleinen Schweine. Mal schauen. Deswegen sind wir ja eigentlich hergekommen. So, hier haben wir sie. Die leben hier also frei, sind nicht eingesperrt. Ja, aber denen ist auch zu warm. Also ich muss sagen, hier am Strand in der Sonne, das ist wirklich brutal warm. Aber hier sind sie. Ja, und guck mal, mit dem Hund zusammen sogar. Vertragen sich wohl mit allen hier, so wie es aussieht. So, jetzt hat er gerade noch ein bisschen Wasser gekriegt hier. Und rein damit. Hm. Oh, jetzt kommen alle hier. Ja, scheint auch ein bisschen Durst zu haben hier, ne? Ist ja auch wirklich sehr warm hier auf dieser Insel. Und es geht auch wieder nicht ein bisschen Wind hier. Aber es scheint wohl hier auf den Inseln auch noch normal zu sein.
Die Hunde vertragen sich mit den Schweinen, so wie es aussieht. Ja, denen scheint es hier gut zu gehen. Eine Attraktion hier, die Schweinchen auf der Insel Komotsum. So, hier hat sogar eine noch ein paar junge Schweinchen hier, ne? Guck, die Babys. Frischlinge. Was haben wir denn? Zwei. Oh, kann man gar nicht zählen, soweit hier. Zwei, vier, sechs. Ja, acht, glaube ich. Zwei, vier, sechs, neun. Neun. Da unten am Stuhl ist auch noch einer. So, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Milch, ne, von der Mutti hier. Oh, oh, oh. Ein bisschen böse. War wohl zu viel. Ja, gut. Ist ja schon mal echt ein Schauspiel hier. So, gibt es ein bisschen Wasser, aber scheint ein bisschen zu hoch zu sein für die Kleinen hier. Wie man sieht, den Schweinen geht es gut hier. Oh, sind auch ganz schön warm, muss man mal sagen. Ja gut, ist eine böse Hitze hier, ne? Aber das scheint dem zu gefallen hier, ne? So, das war's hier auf der Schweincheninsel Komotsum. Und wir fahren jetzt rüber zur nächsten Insel und wollen mal gucken, was da los ist. Und wir gehen natürlich auch noch ein bisschen tauchen. Also ihr könnt einmal diese Touren hier buchen über eine Agentur, die natürlich hier überall auf den Inseln sind. Die liegen so bei 2.500 Baht. Oder ihr geht einfach hier zu dem Hafen hier im Süden von Koh Samui. Und da liegen diese ganzen Boote und könnt direkt so ein kleines Longtrail-Boot hier chartern. Und dann liegt der Preis bei 1.800 Baht. Das beinhaltet dann die Insel Komotsum hier, wo die Schweine eben sind, die man eben mal begutachten kann. Und dann eben noch zu der Nachbarinsel Koh Tan. Und da kann man natürlich auch noch ein bisschen schnorcheln gehen und vielleicht da oder noch ein paar Unterwasseraufnahmen machen. Ja, die 1.800 Baht beziehen sich dann auf drei Personen. Je mehr Personen ihr seid, desto günstiger wird es natürlich. Da ist unsere nächste Insel und da werden wir jetzt mal ein bisschen schnorcheln gehen. Und ich werde mal versuchen, Unterwasserfotos zu machen. So, hier eine wunderschöne Aussicht von der Insel Koh Tan. Sieht aus wie auf einer Postkarte hier. Also wunderschön. Kann man nur jedem empfehlen, der hier mal ist, auf jeden Fall diesen Besuch hier zu machen und mal ein bisschen mit so einem kleinen Boot hier rumzufahren. So, das war die Insel und wir haben ein paar Unterwasseraufnahmen gemacht. Das hier ist unser Kapitän. What's your name? Ah, okay. Hello. Und er hat uns hierher gebracht und hat uns hier diesen wunderschönen Tag gemacht. Und ja, wir sind jetzt fertig. Wir sind am Ende von dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.